Sehr herzlich willkommen auf meinem Kanal Deutsch lernen mit Maike. Heute zum ersten Mal oder wieder. Wir sehen uns zusammen die Beschwerdeaufgabe aus der B2 Berufsprüfung an, die als besonders schwierig gilt. Wir werden zusammen lesen, zusammen schreiben und uns die Grammatik und die Wörter, Redemittel, Wortschatz ansehen. Auch wenn du nicht gerade diese Prüfung machst, wird es bestimmt wieder interessant für dich. Es handelt sich um die Original-Modelltest-Übungsaufgabe von der Prüfungsfirma Telc, die ihr auch selbst runterladen könnt im Internet. Ich mache euch den Link mal unter das Video. Also, das ist das Testformat, die Prüfung, Deutsch-Test für den Beruf B2. Oben ist erst Lesen, vier Teile, und danach folgt hier Lesen und Schreiben, Teil 1, Beschwerden und Anweisungen verstehen, zwei Multiple-Choice-Aufgaben müsst ihr ankreuzen, und Teil 2, auf Beschwerden reagieren, eine Klärung ermöglichen, also ein Problem beheben, ein Problem auflösen, klären. Das ist das Schreiben und das machen wir im nächsten Video. Es wäre in einem zu viel geworden. Das kannst du gleich hier oben angucken nach diesem Video, ja? Und erst muss man ja mal gucken, worum es geht. Und das Schwierige ist, für die ganze Aufgabe hast du nur 20 Minuten Zeit. Lesen, verstehen, ankreuzen, selbst schreiben. Das ist natürlich sehr wenig, aber ich zeige dir jetzt einmal, wie es gehen kann. Das Papier in der Prüfung sieht genau so aus. Ich zeige euch das einmal. Das ist auf einem DIN A4 Blatt sind zwei E-Mails. Also hier ist die Aufgabe, lesen und schreiben. Ihre Teamleitung leitet Ihnen die E-Mail von einem Kunden weiter und bittet Sie zu antworten. Das bedeutet, wir lesen gleich zuerst diese E-Mail und die ist von Marisa Leon. Das ist Marisa Leon, die Teamleiterin, also deine Chefin, deine Vorgesetzte. Du bist Mitarbeiter in einer Firma. Und diese E-Mail geht von Marisa Leon an. Und jetzt ist hier Punkt, Punkt, Punkt. Und das bist du. Ja, ich schreibe mal hin. Da steht dein Name. Bei mir stände da jetzt Maike. Du machst die Prüfung, das bist du. Du bekommst eine E-Mail von deiner Teamleitung. Und deine Teamleitung sagt, oh, es ist eine Beschwerde gekommen. Ein Kunde oder Gast ist unzufrieden. Ich möchte, dass du ihm antwortest, also auf die Beschwerde reagierst. Und deine Chefin, die Teamleitung, leitet dir diese E-Mail weiter. Das hier unten jetzt, das ist die Beschwerde. Jetzt kommt die Beschwerde von dem Kunden oder Gast. Gesendet von Frank Stemmler an Marisa Leon. Aha, das ist die Beschwerde. Das ist die Beschwerde und das ist die E-Mail von der Chefin an dich. Es handelt sich um ein Dreieck. Frank Stemmler, der Kunde, schreibt eine Beschwerde an Marisa Leon. Das ist deine Teamleiterin, die Chefin. Und Marisa Leon, die Teamleiterin, schreibt eine E-Mail an dich.
den Mitarbeiter. Marisa Leon und du, ihr seid in der gleichen Firma tätig. Und du sollst jetzt an den Kunden eine Antwort auf seine Beschwerde schreiben und ihn beruhigen. Also ein Dreieck in der Aktion. Ihre Teamleitung leitet Ihnen die E-Mail von einem Kunden weiter und bittet Sie zu antworten. Erhalten heute 8.23 Uhr von Marisa Leon an dich. Dein Name muss da jetzt stehen. Betreff, Thema, FW, Beschwerdeverschlechterung des Services. FW, das ist Vorwort, eigentlich Englisch und heißt weitergeleitet. Beschwerde über Verschlechterung, schlechter werden vom Service, des Services. Das ist Genitiv, das machen wir im Betreff oft, weil es kurz ist. Hallo. Unten stehende E-Mail erreichte mich gestern. Bitte kümmern Sie sich darum und antworten Sie dem Kunden höflich. Herr Stemmler ist seit Jahren Kunde bei uns und ich möchte ihn ungern verlieren. Sie können ihm, Herrn Stemmler, ruhig den Grund für unsere aktuellen Probleme nennen. Ganz wichtig, bitte schreiben Sie Herrn Stemmler auch, wie wir diese Probleme zukünftig lösen werden. Vielen Dank und beste Grüße, Marisa Leon, Teamleiterin. Die Teamleiterin sagt also nicht nur, dass du antworten sollst, sondern nennt auch noch wichtige Punkte. Sie möchte, dass sie den Grund für unsere aktuellen Probleme nennen. Sie können ihm ruhig, das heißt, mach das bitte, machen Sie das bitte. Es ist okay, wenn wir das machen. Also, ganz wichtig, der Grund, den Grund für den Vorfall, die Probleme nennen. Und was noch, ganz wichtig, important, bitte schreiben Sie Herrn Stemmler auch, wie wir diese Probleme zukünftig, in der Zukunft, future, lösen werden. Also, Problemlösung nennen. Grund für die Probleme, Problemlösung. Diese E-Mail ist jetzt die Beschwerde von Herrn Stemmler, dem Kunden. Und in der Prüfung habt ihr ja nicht viel Zeit. Deshalb rate ich euch dringend, zuerst die Multiple-Choice-Ankreuzaufgaben zu lesen. Und dann wisst ihr schon einmal, was wichtig ist, in der E-Mail zu lesen und aufmerksam zu sein. Und ihr spart Zeit. Am besten markiert ihr auch noch die wichtigen Wörter. Also Nummer 19. Herr Stemmler, der Kunde, A, beschwert sich über Probleme während einer Konferenz. B, ist mit der Reinigung der Konferenzräume unzufrieden. Oder C, möchte für den Reinigungsservice anderes Personal. Was ist richtig, A, B oder C? Aufgabe 20, die Probleme. A, bestehen schon länger. B, sind seit einigen Wochen zu beobachten. C, treten
seit 3 Monaten auf. Wir lesen mal. Gesendet gestern 12.54 Uhr von Frank Stemmler an Marisa Leon. Betreff Beschwerde Verschlechterung des Services. Sehr geehrte Frau Leon, leider bin ich mit Ihrem Service gar nicht mehr zufrieden. Sie führen bei uns die tägliche Reinigung aller Büroräume aus. Dazu gehört auch, in den Küchen aufzuräumen und die Konferenzräume für den nächsten Tag vorzubereiten. Bisher waren wir mit Ihrem Personal sehr zufrieden. In den letzten 3 Wochen kam es immer wieder vor, dass vor allem die Konferenzräume nicht ordentlich waren. Das führt zu Problemen, wenn dort am nächsten Tag bereits am Vormittag eine Besprechung stattfindet. Wir können uns nicht auf die Qualität Ihrer Arbeit verlassen und müssen selbst aufräumen. Auch die Reinigung der Büros und Küchen war in letzter Zeit oft nicht zufriedenstellend. Bitte sorgen Sie wieder für einen einwandfreien Service in gewohnter Qualität. Ich erwarte Ihre Antwort bis kommenden Freitag. Mit freundlichen Grüßen, Frank Stemmler. Jetzt macht das Video doch einmal auf Stopp. Lies nochmal alleine und versuche die Aufgaben 19 und 20 unten alleine zu lösen. Ich glaube, das ist gar nicht schwierig für dich. Wir besprechen es gleich zusammen. Viel Erfolg! Dann vergleichen wir einmal unsere Ergebnisse. Aufgabe 19. Herr Stemmler ist mit der Reinigung der Konferenzräume unzufrieden. Das hast du bestimmt auch, oder? Wir sind mit dem Service gar nicht mehr zufrieden. In den letzten 3 Wochen kam es immer wieder vor, dass die Konferenzräume nicht ordentlich waren. Auch die Reinigung der Büros und Küchen war in letzter Zeit nicht zufriedenstellend. Hier ist die Reinigung. Oben war ja vor allen Dingen von ordentlich Ordnung die Rede. Hauptsächlich geht es um Reinigung. Hier steht doch Reinigung der Büros und der Küchen, also Genitiv. Warum Konferenzräume? Hier ist ein Auch. Auch die Reinigung der Büros und Küchen. Das bedeutet, dass die Konferenzräume nicht nur nicht ordentlich waren, sondern jetzt kommt dann auch die Reinigung der Büros war nicht zufriedenstellend. Das heißt, die Reinigung der Konferenzräume war nicht zufriedenstellend und auch ist ja immer ein Plus. Warum sind A und C falsch? Herr Stemmler beschwert sich über Probleme während der Konferenz. Nein. Wann sind die Konferenzen? Am nächsten Vormittag wieder eine Besprechung. Herr Stemmler möchte für den Reinigungsservice anderes Personal? Nein. Was sagt er über das Personal? Oben. Bisher waren wir mit Ihrem Personal sehr zufrieden. Und unten, was möchte er? Bitte sorgen Sie wieder für einen einwandfreien Service in gewohnter Qualität. Also wieder die gleiche gute Qualität wie früher. Kein neues Personal. Hast du das auch? 20. Die Probleme sind seit einigen Wochen zu beobachten. Seit einigen Wochen. Das ist ein paar Wochen. 3, 4, 5, 6, 7. Zu beobachten. Beobachten. Aha, wir können sehen. Genau sehen. In den letzten 3 Wochen kam es immer wieder vor,
dass vor allem die Konferenzräume nicht ordentlich waren. In den letzten 3 Wochen kam es vor, ist es passiert. Das sind einige Wochen. Warum sind A und C falsch? Die Probleme bestehen schon länger. 3 Wochen, das gilt nicht als länger. Das wären viele Wochen oder viele Monate, wenn wir sagen, schon länger, meinen wir einen längeren Zeitraum. Die Probleme treten seit 3 Monaten auf. Nein, seit 3 Wochen haben wir gesagt, treten auf. Auftreten heißt auch geschehen, passieren. Hattest du das richtig? Super. Wir sehen uns jetzt noch einmal die wichtigen Sätze, Wörter, Redemittel in dieser E-Mail an. Wo ist das B2-Niveau? Hier rechts. Nicht mehr zufrieden sein. Leider bin ich mit Ihrem Service nicht mehr zufrieden. Das heißt, früher war ich zufrieden, jetzt nicht mehr. Nicht mehr zufrieden sein. Vorbereiten. Dazu gehört auch in den Küchen aufzuräumen und die Konferenzräume für den nächsten Tag vorzubereiten. Da ist in der Mitte ein Zu, denn wir haben den Anfangshauptsatz. Dazu gehört auch, Komma, es ist auch die Aufgabe, vorzubereiten, ja, den Konferenzraum mit schon mal Wasser hinzustellen, Gläser, Papier, Stifte, die Stühle und Tische schön zu machen. Aufräumen, das kennen eigentlich alle. Aha, in den Küchen. Es gehört dazu, in den Küchen aufzuräumen. Da ist wieder das zu. Aufzuräumen, trennbares Verb. Zu in die Mitte. Dazu gehört auch aufzuräumen und vorzubereiten. Vorkommen. In den letzten 3 Wochen kam es immer wieder vor. Das ist auch ein trennbares Verb. Und das heißt, es passierte. Es passiert. Einmal, nochmal, nicht immer. Es kam vor. Vorkommen, trennbares Verb, aufräumen, vorbereiten. Ich bereite vor. Ich räume auf. Es kommt vor, dass vor allem die Konferenzräume nicht ordentlich waren. Nicht ordentlich waren. Nicht ordentlich sein. Na, waren ist Präteritum in der Vergangenheit. Das führt zu Problemen. Zu Problemen führen heißt Probleme machen. Es entstehen Probleme. Wenn dort am nächsten Tag bereits eine Besprechung stattfindet, stattfinden, es ist eine Besprechung. Ja, ihr wisst, Veranstaltungen finden statt, Unterricht finden statt, ein Konzert findet statt. Wir können uns nicht auf die Qualität ihrer Arbeit verlassen. Das ist reflexiv, sich verlassen auf und Akkusativ, das ist die Qualität der Arbeit. Das heißt, wir können nicht sicher sein, dass die Arbeit gut gemacht wird. Ich kann mich nicht darauf verlassen. Auch die Reinigung der Büros und Küchen war in letzter Zeit oft nicht zufriedenstellend. Nicht zufriedenstellend sein. Das macht uns nicht zufrieden. Und da haben wir zufriedenstellen. Da ist ein D dran. Aha,
Das ist also ein Verb als Adjektiv. Schreib's mal hin. Partizip 1, ne? Verb als Adjektiv, Pronomen, Partizip 1, zufriedenstellende. Bitte sorgen. Bitte hier sorgen Sie wieder für einen einwandfreien Service. Sorgen für plus Akkusativ. Das heißt, sich darum kümmern, erledigen, machen, die Probleme lösen, dass alles wieder gut funktioniert. Ein einwandfreien Service. Einwandfrei heißt frei von Einwand, also ohne Probleme, ohne Mängel, ohne Fehler. Ich erwarte Ihre Antwort bis kommenden Freitag. Das heißt nicht, ich freue mich auf, sondern expect. Nicht warten auf den Bus, erwarten. Also schon mit Imperativ. Also ich möchte das schon. Ne? So, ein bisschen schwierig zu finden. Ja, wir gucken weiter unten. Herr Stemmler beschwert sich über Probleme. Sich beschweren über plus Akkusativ. Reflexiv, ne? Unzufrieden sein mit. Unzufrieden sein mit. Wo haben wir es? Ich bin unzufrieden mit. Plus Dativ ist wie oben nicht mehr zufrieden sein. Die Probleme bestehen schon länger. Schon länger bestehen. Gibt es schon länger, sind schon länger da. Zu beobachten sein, haben wir gesagt, aha, beobachten sind zu beobachten. Und auftreten seit plus Dativ, trennbar, treten seit 3 Monaten auf. Hier siehst du jetzt also die lange Liste von Redemitteln, Wörtern auf B2-Niveau, alleine in nur einer Aufgabe. Und als Übung bitte ich dich jetzt, diese Redemittel mir unten in die Kommentare zu schreiben, mit schönen Sätzen, die du damit versuchst zu machen. Ich bin sicher, du kannst das auch alleine und ich korrigiere natürlich wieder. Die Antwort schreiben an Herrn Stemmler, den Kunden. Das machen wir zusammen jetzt in Teil 2. Gucke dir gleich dieses Video an und da sehen wir uns dann gleich wieder. Ich danke dir wie immer für deine Aufmerksamkeit, für dein großes Interesse und wir sehen uns gleich in Teil 2. Tschüss.